Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, was ihr über die Biene wissen solltet und vor allem, wie schnell kann eine Biene fliegen? Was eine Biene auf einer Blume anstellt, wird erst begreifbar, wenn man es einen Kletterer nachstellen lässt. In einem Experiment wurde gezeigt, dass ein Kletterer rund das 15-fache seines Körpergewichts greifen müsste, um das Gewicht der Biene nachzustellen. Das heißt, ohne die harte Arbeit der Bienen gäbe es weder Blumen noch Obst. Die kleinen Insekten sind ungemein nützlich und erbringen wahre Höchstleistungen. Ja, und woher kommt das Sprichwort fleißig wie eine Biene? Nicht ohne Grund wird den Bienen großer Fleiß nachgesagt. Mit einer Geschwindigkeit von insgesamt 30 km pro Stunde und 50 Flügelschlägen pro Sekunde umfasst das tägliche Einsatzgebiet einer durchschnittlichen Honigbiene rund 60 km. Unermüdlich sammeln diese Insekten Nektar und Pollen. Pro Flug nimmt eine Biene etwa 50 mg ihrer wertvollen Ladung auf, knapp die Hälfte ihres eigenen Gewichtes. Diese Arbeit ist gleich doppelt schwer. Denn während die Biene Nektar und Pollen einsammelt, muss sie zugleich mit dem zusätzlichen Gewicht auf der Blüte bewegen können. Wie das funktioniert, kann man sich nur schwer vorstellen. Mit ihren 6 Beinen finden Bienen auf jeder Blüte optimalen Halt und das trotz des enormen Zusatzgewichtes. Ja, alle Macht der Königin. Nachdem die Sammlerinnen ihren Balanceakt vollführt haben, kehren sie zurück zum Bienenstock. Hier erledigen oft über 60.000 Arbeiterinnen verschiedenste Aufgaben. Sie füttern die Larven, bauen Waben und erzeugen Honig, beschützen ihren Staat oder sammeln Nektar und Pollen. Doch unter den Bienen hat nur eine das Sagen, und zwar die Königin. Zwar werden pro Jahr mehrere von ihnen geboren, herrschen darf allerdings immer nur eine. Wenn neue Königinnen schlüpfen, nimmt die bisherige Königin einen Teil der Arbeiterinnen und gründet ein neues Volk. Unterdessen bekämpfen sich die jüngeren Königinnen bis auf den Tod. Die Siegerin übernimmt den Staat. Fazit: Bienen sind nicht nur ungemein nützliche Tiere, sie sind auch ziemlich faszinierend. Den Balanceakt, den diese Insekten tagtäglich vollbringen, können Menschen nur mit Mühe und Not nachahmen. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Themen habt, die wir noch näher betrachten sollen und irgendwelche Anhaltspunkte, die euch in diesem Video gut oder nicht so gut gefallen hat. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao!